Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und ja, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen hier oben. Erst einmal steht hier ein Stein, auf dem was geschrieben steht, aber diese beiden Steine kamen mir ein bisschen bekannt vor. Guckt euch mal das hier an, nämlich das ist die Map hierfür. Und hier stehen wir sogar genau richtig, um an die Truhe da oben ranzukommen. Genau. So. Wieder eine Truhe für uns. Zum Öffnen. Und wir haben eine Karte mit einem QR-Code gekriegt. Okay, wir haben eine Karte mit einem QR-Code gekriegt. Und das bringt uns was? Außer, dass dort Symbole drin sind. Das gucke ich mir nachher mal offscreen an und sag's euch in der nächsten Folge. Auf jeden Fall in dem QR-Code seht ihr das in der linken, in der rechten unteren Ecke ist dieses Symbol. Was auch bei diesen Statuen hier ist. Vielleicht ist der QR-Code die Lösung für diese Statuen. Aber gut, das mache ich erst nächste Folge. Dann sehen wir uns. Dann gehe ich am Ende dieser Folge nochmal kurz hierhin zurück. Also zu der Säule und dann gucke ich mir das mal an. Aber jetzt wollen wir erst einmal hier rein. Hier ist übrigens auch noch mal so eine Säule, wie hier drüben. Aber gut, erst einmal gehen wir hier hoch. Ups. Ups. So, hier können wir doch genau entlang. Und genau, da oben ist eine Tür. An die wir bis jetzt noch nicht rangekommen sind, hä? Das hier ist übrigens ein riesiger Thron. Wo führt das hin? Ach, dahin. Gehen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da hochkommen überhaupt. Und nein, so geht's nicht. Nein. Ja, aber so geht das. Und das Ding da, wollte ich gerade sagen, sieht auch irgendwie seltsam aus. Ups. Aber gut. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Vielleicht finden wir ja da noch einen Hinweis. Irgendwas. Ja, was? Was hast du zu sagen? Was bedeutet das? Ich erinnere mich nicht. Okay, heben wir die mal hier hinten auf. Gucken mal, ob wir 6 Stück überhaupt zusammenkriegen, weil das sind hier alles Muster mit 6 Blöcken. Ups. Ups. Kann ich euch verschieben? Ja, kann ich. So, das sind schon mal 5, oder? Nö, es sind 6.
Okay, das eine Symbol kann ich nachbilden. Ein paar von denen kann ich nachbilden. Mal sehen, ob das was bringt. Geh du mal hier hin. Du geh einfach oben. Ich sagte, du geh... Blöder Glitch. Du geh oben drauf. Du gehst da oben drauf. Nein, du bist zu weit. So, hier hin. Und dann brauche ich dich noch hier. Hier ist aber schon was in dem Raum, oder? Ja, ein Rätsel. Nein, nein, dich brauche ich. Nein. Obwohl, ich könnte erstmal versuchen, das andere nachzubilden. Ups. So, jetzt habe ich nachgebildet das da. Das kann aber nicht richtig sein. Ich glaube, ich muss die in der richtigen Reihenfolge, also zuerst das, die Treppenstufe nachbilden. Aber wie soll ich das denn hinbekommen? Das ist jetzt die gute Frage. Wie soll ich das hinbekommen, dass ich hier eine Treppenstufe reinkriege? Ich habe hier nämlich keine passende Höhe. Und wenn ich mir das aus der Perspektive hier so ansehe, stimmt das ja auch gar nicht. Du schwebst in der Luft, gell? Du gehörst dahin. Na toll. Also egal wie der Raum hier funktioniert, der ist ziemlich verwirrend. Du flieg mal da runter. Genau, dann kommt hier ein neuer. Jetzt ist er wieder runtergeflogen. Warum habe ich jetzt auf einmal nur noch 5? Wo ist Numero? Ach, da ist Nummer 6. Die stecken ineinander fest, hä? Jupp. Also wenn ich den da hier verschiebe, fällt er runter. Okay. Nee, nee. Dich gucken wir uns ein anderes Mal an. Ah, jetzt können wir uns aber das Ding nochmal angucken hier. Hier ist auf jeden Fall was Interessantes hinter zu sehen. Das habe ich jetzt zwar aus dem Augenwinkel einigermaßen erkennen können, aber das können wir auch erst angucken, wenn wir die First-Person-Sicht haben. Hm? Deswegen geht es jetzt erstmal wieder zurück. Und dann gehen wir in den letzten großen Hub, den wir noch haben. Denn uns fehlen noch genau 6 gelbe Käsewürfel. So. Da rein. Und von da aus müssen wir in die andere kleine Hütte.
Hier gibt es übrigens auch noch ein Rätsel zu lösen. Hä? So. Oh. So. Hier runter bitte. Und einmal abstürzen. Okay, Sprungpilze. Eignen sich nicht zur Landung. So. Ach so, da ist auch noch so eine Säule. Okay. Hier geht's irgendwo weiter. Ach ja, stimmt, das war die Sache. Einmal rein und einmal raus und schon sind wir weiter. Und Absturz. Und das hier sieht jetzt ein bisschen unheimlich aus mit dem Blitzen und den Gräbern da oben. Naja, kommt. Das ist dann wohl der letzte große Hub. Jupp. Und der sieht nicht besonders einladend aus. Und hat nicht mal eine besonders schöne Melodie. Also das hier ist wirklich ein Friedhof. Gucken wir erstmal, wie viele Abzweigungen hat er. Nicht besonders viele. Und er hat kein Rätsel. Das ist schon mal gut. Also können wir uns hier aufs Eckensammeln konzentrieren. Okay, wieder eine Eule. Die sich mit uns dreht. Und uns ein Rätsel offen lässt. Hier geht's nirgendwo hin. Hier auch nicht. Hast du uns was zu der Eule zu sagen? Eulen machen mir Angst. Kann ich sie vielleicht irgendwie ausnavigieren? Nein, kann ich nicht wirklich. Okay, da geht's nur wieder zurück. Ich will aber gerne weiter. Ich war der Meinung, durch irgendeinen der Blitze habe ich hier eine Tür gesehen. Aber ich könnte mich getäuscht haben. Nö. Was mit den Eulen ist auch ein Rätsel, was ich erst lösen muss. Ich habe ja nochmal eine Eule. Moment mal. Moment mal kurz. Ich war der Meinung, ich habe bei der Eule irgendwas gehört. Habe ich mich da so verhört? Nein, jetzt habe ich es wieder gehört.
Na, ich sollte das bei der anderen Eule probieren, bei der es ruhiger ist und mich das Gewitter nicht so sehr nervt. Und ich sollte hier an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut machen. Also bis gleich.